Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und mal wieder zum Rewards-Video und zu einem ganz besonderen Rewards-Video von einer ganz besonderen Weekend League. Ich habe die Aufgabe mit dem Deutschland-Team gemacht, unglaublich. Also diese Weekend League war unglaublich, was da wieder Sachen passiert sind. Ich zeige gleich mein Team, wie das Ganze ausgesehen hat, denn es hat genau so ausgesehen. Ich weiß nicht, was los ist. Seit Samstag sind alle Karten grau, egal welche. Man kann meinen kompletten Verein durchgehen. Ich weiß nicht, was da auf sich hat. Es ist alles grau. Es ist bei den Evos gleich. Es ist bei den Zielen. Hier, die Karten, auch sogar die normalen Designs ist grau. Hier, Stadionthema. Ich weiß nicht warum. Schreibt es in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist oder ob es nur bei mir so ist. Keine Ahnung, ist es ein EA-Problem? Ist es ein Xbox-Problem? Ist es bei mir ein Problem? Ich habe keine Ahnung. Und Gameplay hat sich auch genauso angefühlt, war absolut tot. Aber, positive, ich habe die 12 Siege erreicht. Schauen wir hier noch schnell rein. Ich glaube, ein Game habe ich jetzt noch übrig, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe extra noch abgewartet mit den Ganzen zum Abholen. Ich habe gedacht, vielleicht werden meine Karten wieder farbig, aber sie sind noch immer grau. Hier sieht man 12-7 und es war schrecklich. Also das Team... Ich habe noch nie so ein schlechtes Team gespielt. Ich würde am liebsten bis auf drei Karten alle sofort abstoßen. Rüdiger war in Ordnung. Die neue SPC, was rausgekommen ist, Süle. Ich glaube, mit Abstand der schlechteste Verteidiger, was ich dieses FIFA gezockt habe. Da waren sogar am Anfang die Goldverteidiger waren besser. Havertz ist noch okay. Groß war eine Katastrophe. Sané eine Katastrophe. Toni Groß war cool. Oberdorf habe ich dann irgendwann für Gündogan reingegeben. Aber waren beide Schrott. Musiala... auch schon outdated. Bayer, der kann laufen und nicht einmal das richtig. Füllkrug war auch okay und ja, man sieht's. Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Vielleicht liegt's auch da irgendwas daran, weil alles grau ist. So, letzte Game gehen wir natürlich noch her. Gehört sich auch am Ende von FIFA. Wenn man ein Spiel zu viel hat, wann gibt es? Ja, man geht nicht bei 0-0 raus. Nein, das macht man nicht. Das machen nur die tollen Menschen, sagen wir mal so. Komm, das Ganze können wir skippen. Zeige extra noch her. Ja. Habe ich jetzt einen, der was bei 0-0 rausgeht? Passt optimal fürs Video. Passt optimal für dieses Video. Das bleibt drinnen. Das muss drinnen bleiben. Gegner direkt, was bei 0-0 rausgeht. Gigi, du bist... Ich sag's nicht. Ich sag's nicht, was du bist. Du weißt es selber, was du bist. Und die anderen Leute, was das Video vielleicht sehen, können sich denken, was ich von ihm halte. Aber ich bin froh, dass ich Sonnen jetzt wiederum nicht den Sieg geschenkt hat. Der, was bei 0-0 rausgeht, bin ich froh, dass die jetzt nicht den Sieg bekommen hat. Da bin ich echt froh drüber. So, nächstes Game, nächste Chance. Anguara Calcio, irgendwas da. Kann mich interessiert an dem nicht. Übrigens, hier sieht man es auch, Gegnerteams auch immer alle komplett grau. Komm, du kriegst einen Sieg. Ah, pass. Es dauert auch Ewigkeiten, bis da was ausgeführt wird bei mir. Die ganze Zeit. So. Ja, Jubeldirt. Okay. Dann gehen wir raus. 12 Siege, Aufgabe haben wir erreicht. Die Packs mache ich jetzt nicht auf, die hebe ich mir für Footies auf, was am Freitag ja kommt. Ich glaube am Freitag soll es kommen. Ihr Rang 5. Ich bin froh, dass es Rang 5 geworden ist. Ich sehe nicht einmal hier Designs. Seht ihr das bei Profiwahl? Da steht auch... Ich würde echt gern wissen, ob es bei anderen... Ich habe eben bei anderen Streamer auch geschaut und so. Die hatten ja Designs. Aber ich glaube, die spielen alle auf PlayStation. Und ich habe jetzt keine Ahnung. Okay, hier sind die Europicks. Man sieht es ein bisschen durchschimmern. Und dann sind die Dotspicks. Übrigens, ich habe ja den Iconpick gemacht. Und ich habe noch ein paar andere Packs gezogen. Ein, zwei Sachen waren ja dabei. Das Beste schneide ich jetzt schnell rein, bevor wir in die Picks hier reingehen. 93x5... Euro Länder, komm, rein da. Bekomm eine Farbe, bekomm irgendeine Farbe. Es wird England. Es wird IV. Schon wieder 84er mit Walkout. Schon wieder ein 84er mit Walkout. Seit wann sind 84er Walkouts hier? Ich hab Double Walkout 84! Double Walkout 84! Yeah, ihr seid kaputt! Yeah, ihr seid kaputt! Oh. Weiter, bei uns, also wo ich wohne, direkt waren die letzten zwei Tage Katastrophenalarm. Ah,
Rettung, Feuerwehr ist Eisberg, ist durchgehend in Einsatz. Du hörst die ganze Zeit nur sie. Oh! Hey, die werden nicht angezeigt, das ist der Nächste. Das ist einfach der Nächste, der Zweite. Okay, nice. Der hat auch Ariel. Mit 1,74 Meter, okay. Ja, wir gehen direkt rein. Wir gehen einfach direkt rein. Ich kaufe auf den Deutschen eine Verstärkung für mein Weekending-Team. Komm, oder eine geile spielbare Karte. Ich weiß gar nicht, was da alles zum Team ist, aber 3, 2, 1, komm rein mit der Nase. Ja, nein. Eigentlich nein, oder? Gehen wir rein. Gehen wir's? Ja! Frankreich? Rechter Flügel? Diani? Und dahinter? Eriksen. Ja, okay. Okay. Das ist ein Wert. Nicht viel wahrscheinlich. Und hier, 83 und 20. Gönnt ohne Special Card, bitte. Ja, okay. Ist das Icon? Oder irgendwas anderes? Achso, das ist das. Okay, ich weiß schon. Ah, ja, okay. Okay. Munoz. Kolumbien. Wir sind im Finale, oder? Gegen Argentinien. Wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin. Alter, der hat krasses Dirt. Jetzt haben wir es, den neuen Icon Pick 92 plus. Jedes Mal sage ich, ich mache keinen Icon Pick mehr. Mal schauen, ob heute wieder 3 Footburste Karten dran sind. Die könnten sie echt langsam mal rausnehmen. Komm, wir machen ja 3 Pick. Oder nein, wir machen Stat Review. Seit gestern, okay, also schon gut angekommen sozusagen. Ich schau nicht hin. Es ist offen. Kopfball, okay. Das ist ein Offensivspieler. 91 Dribbling. Passen, naja, 99 kurzer Pass, 97 Abschluss, komm, gib mir Tempo. 95 Tempo! Dresig. Das hat nicht viel Wert, glaube ich. Karte Nummer 2. 88 Physis. 95 Defense. 91 Dribbling. 91 Passspiel. Ashley Cole, okay. Okay. Karte Nummer 3. 97 Physis, 97 Defense. 81 Dribbling. Das ist ein Info. 85 Passen. Dann gib mir Tempo. Ah, okay. Okay, jetzt soll ich den nehmen. Cole hat das beste Rating. Okay, dann ist einfach. Dann nehmen wir Cole mit. So, ja, sind wir jetzt wieder. Komm, rein. Erste Pick. Wenn eh wieder nur lauter 84er sein. Und ich, übrigens, meine Packs sind auch genauso aus. Also aus den Packs kommen die Spieler auch grau raus. Ja, im Bronze. Komm, sei ich hier jetzt, komm. Wir machen trotzdem. Wir machen ja 3 Pick. Komm, wir gehen auf Vollbild. Ich schau nicht hin, ganz schnell. 3, 2, 1. Pack ist offen. Schauen wir rein. Ingame, Spieler Nummer 1. Wir hatten Grimaldo, ich glaube, den habe ich schon. Leber habe ich allerdings auch schon. Und Stanway, die habe ich alle. Oh nein, Leber habe ich tatsächlich anscheinend irgendwann nochmal abgegeben. Komm, nehmen wir Leber mit oder habe ich Leber in Blau, kann auch sein. Wieder Vollbild, komm, 3, 2, 1, nicht viel schnacken, wir gehen rein da, Bag ist offen. Okay,
Ich glaube, die sind nicht einmal so schlecht. Nummer 2, okay. Natürlich, ja. James, 5-5 hat sie. Ja, okay. Ich weiß nicht, wieso die Frauen immer so viel Kopfball haben, die gewinnen können, weil sie einfach zu klein sind. Passen absolut nicht in die Meter, aber ja, die Karte sieht nice aus mit 5-5. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Komm, alles in den Verein. Und jetzt holen wir noch die grauen Packs ab, beziehungsweise wir öffnen die grauen Packs. Ich habe hier ein paar Packs mehr, die öffnen wir jetzt aber nicht. Wir starten gleich hier rein mit einer 50k-Pack. Ich will nicht sehen, ob ich überhaupt Special-Karten jetzt ziehen kann. Oder ob der EA sagt, nein, wenn es grau rauskommt, gibt es nichts. Man sieht es ja, Pack drauf. Es ist grau. Wird ein James. Wird ein James. Kommt hier alles rauf. Ah ja, man hat ja auch gesehen, die 84er Double Walkout, was ich gezogen habe, das war auch. Das war auch wieder so typische EA-Sachen. Typische EA-Sachen, komm. Es wird ein Walkout, es wird ein Norweg, es wird Sempiturm, es wird ein Ödegaard werden. Das heißt, kein, aber es ist komisch, es ist hier alles Gold, außer die Karte irgendwie selbst, die ist dann grau. Aber ich hatte ja auch lange das Problem bei den Road to the Finals Karten da von der EM. Da habe ich auch nie gesehen, die Upgrade-Möglichkeiten. Da hat bei mir da eine Slot gefehlt. Das war auch irgendwie komisch. So, dann haben wir jetzt noch das 85x3, das ist das letzte Pack. Und nach diesem Pack verabschiede ich mich. Mal schauen, wird es ein Special Card? Ja, es wird ein Special Card. Die kommt jetzt safe auch gerade. Kommt die Spanien, ZM? Wird das Alonso? Nein, das ist Rodri. Und dahinter? Das ist eine Icon, oder? Oder ist das das Dings von Südamerika, Copa America? Das ist. Ja, das ist Copa America. Das ist Nunes, den habe ich schon. Oder Nunos. Kommt auch grau raus. Schauen wir dahinter noch irgendwas. Aber das Back war jetzt gar nicht so übel. Special Card? Ja, den habe ich schon. Na gut, dann war es das von diesem Video. Schreibt mal rein, ob eure Karten auch grau sind zurzeit. Ich hoffe, das wird bald wieder behoben. Dann wünsche ich euch was, haut's rein und ciao. Bis dann, bevor ich mich noch fünfmal verlabere.